Recht herzlich willkommen zur 192. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, was haben wir zu tun? Wir müssen gucken, dass wir einmal mit den Kollegen in 43 Minuten Richtung Kerbal fliegen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir in 4 Tagen das Fenster ziehen. Also dann, wenn wir da starten müssen. So, und das Ganze müssen wir aufpassen, weil ich glaube, die Reise... das müssen wir dann hier noch anklicken. Die Reise zurück dauert auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel, aber da sollen wir mal gerade ein Auge drauf haben. Wo ist die Geschichte, dass wir da hinkommen? Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen erstmal jetzt hier das Fenster kriegen. Das ist aber da, wir sind hier. Also, ausrichten geht aber auf jeden Fall schon. So, da ist das Kreuzchen. Und dann müssen wir dann da durchstarten, ne? So. Dann würde ich mal sagen, kann man bis hierhin vorspulen. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen korrigieren, wie wir gerade sehen. Okay, Vorspulen ist abgeschlossen. So, 9 Minuten haben wir noch. Und jetzt sind wir da so ungefähr richtig, oder? So. Müssen wir mal rausgehen, damit wir dann auch sehen, dass wir daher das da hinkriegen. Aber eigentlich sollte das alles funktionieren, ne? So, 248 Schub, das ist ein bisschen was. Mal von der Seite Richtung vielleicht gucken. Und dann können wir noch ein bisschen vorgehen. Dreier. So, 7 Minuten haben wir noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und ich glaube, ich sehe das, das ist hier unwahrscheinlich schlecht zu sehen, ne? Aber ich glaube, wir sind noch passend, ne? Ja, wird wohl noch richtig sein, ne? So, letzte Minute haben wir gleich. Ja, wird schon passen. So. Mal kurz einen Tacken schneller. Und dann können wir mal Schub geben. Soweit sieht das ganz gut aus, glaube ich. Das ist auch passend, oder? Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Jetzt sind wir gleich hier. Und dann... müssen wir jetzt kleiner werden. Das sieht gut aus.
6 Millionen da oben noch. Zwei. Eine Million. Und schwupp, passt. Super, oder? So, jetzt können wir den abhaken. Wir fliegen jetzt da lang. Da sind wir in 2 Stunden. Und da sind wir in 2 Stunden. War jetzt eine Flagge, die da aufgestellt ist. Ne? Die wollten wir jetzt nicht haben. Hier sind wir in 7 Tagen und 3 Stunden. So, das bedeutet, wenn wir die andere Mission starten, dann ist diese, also die andere muss mal, bevor wir hier fertig sind, haben wir 2 Tage dazwischen, wenn wir die andere Mission starten müssen. So, das bedeutet, da müssen wir ganz schön aufpassen, dass wir das nicht verfehlen, irgendwas, ne? Auf der anderen Seite, der fliegt da irgendwie 14 Tage dann zum Donau oder wo der auch immerhin war. Also eigentlich muss das alles gut klappen. Ich denke mal, wir ziehen mal hier gerade ein bisschen vor. Die 2 Stunden noch hier. Bis wir den Orbit hier verlassen haben, beziehungsweise den Minmus-Bereich. Und dann sollten wir auf dem richtigen Weg sein, ne? Er sieht aus, als ob er steht, ne? 1,5 Stunden ist er da. Noch ein bisschen schneller. So. 7 Minuten. Bisschen schneller. So. Dann sind wir gleich an dem Punkt, wo es dann in diese Richtung weitergeht, ne? Okay. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Und jetzt sind wir auf der Route. Passt. So. Jetzt könnte man, was wir überhaupt nicht gemacht haben, wahrscheinlich war das auch wieder mal so ein ganz klassischer Punkt, dass wir überhaupt keine Messinstrumente hier bedient haben, oder? Haben wir das beim Kommen gemacht? Also hier geht ja gerade nichts. Mysterio Go. Flugbahn ist natürlich auch solarzellenmäßig ziemlich schlecht, ne? Jetzt sollten wir das mal ein bisschen so machen, dass wir auf jeden Fall eine Zelle so lange erstmal in der Sonne haben.
Ich glaube, so passt das schon, ne? So, dann haben wir hier unsere Instrumente irgendwo noch hängen. Oder auch nicht. Wo sind das Thermometer und sowas? War nicht dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben hier so eine schicke Antenne. Kein Barometer, nix. Grubbericht geht auch nix. Gespeicherte Daten ansehen. Okay, da haben wir was. Okay. Können ja mal gerade einen Eva hier machen, oder? Und dann kann er hier mal gucken, ob er hier noch was berichten kann. Nö, kann er auch nicht, da waren wir wohl schon. Dann steige ich mal wieder ein. Ja. Drehen wir das Ding doch mal gerade hier langsam rum. So wie es aussieht, gibt es hier kein Thermometer. Absolute Rettungsgeschichte, ne? Da ist auch nichts drauf. Gut, dann wieder in die Sonne und alles ist gut. Haben halt Pech gehabt, auf Deutsch gesagt, ne? So. Das war das. Der hat einen Stern, die anderen mal nix. Ja. Vielleicht sind die Daten in den anderen Kapseln geblieben, die wir da eben hatten, ne? Egal. So, dann müssen wir zurück ins... Sag schon. In den anderen Bildschirm. Aufträge. Halte. Und hier positionieren sie den einen bestimmten Umlaufbahn von Luna. Das machen wir alles irgendwann noch. Den sind wir bei. Und dann haben wir die abgeschlossen. Okay. Das ist die Luna-Geschichte gewesen. Jetzt müssen wir wieder ins Weltraumzentrum. Und jetzt gucken wir uns mal die Zeit an. Luna oder Wiederkehr ist in 4 Stunden soweit. Gehen wir da mal rein. Ja. Hier müssen wir ein bisschen mehr brennen dann. Okay, das Ding lässt sich steuern, oder? Aber das passiert ja auch erst in 4 Tagen. Lass mal gerade weiter vorspulen, damit wir in der Sonne kommen, damit wir den hier und definitiv, ah, hier sind die Sonnensegel ja passend, alles klar. Hier mal ein bisschen Besseres eingebaut. Dann klappt das eigentlich auch, ne? Also. Hier haben wir noch ein bisschen Sprit drin, dann ist das Triebwerk quer, dann muss man das auch absprengen. Dann ist die Kiste da unten leer, dann wird das auch weniger. Oh, darum leuchten 3 rote Lampen, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sieht ja schick aus. Auf der Seite nicht. Ja, die sind hoffentlich gut versorgt hier. Aber hier ist ja gar keiner drin, ne? Das ist ja nur ein Satellite. Gut, okay. Da funktioniert erstmal alles. Ja, der sind schön ausgerichtet hier. Passt. Batterien immer voll.
Okay, gut. Damit sind wir dann erstmal so weit, dass wir diese Runde abschließen können. In der nächsten Runde müssen wir gucken, dass wir dann halt die Zeit vorspulen, dass wir den hier auf den Weg bringen. Und wenn der auf dem Weg ist, müssen wir umswitchen und die anderen drei sicher landen lassen, ne? Gut, okay. Aber das sollten wir hinkriegen. Hier sind es 4 Tage und bei dem anderen gehen wir nochmal rein. Waren es 7 Tage, glaube ich, oder? Ah, jetzt haben wir ja noch ein bisschen wieder vorlaufen lassen. Nochmal checken. Hier 4 Tage, 2 Stunden. Hier unten kann man das nicht sehen. Nö, kann man nicht sehen. Aber 7 Tage rundweg, 20 Minuten mehr. Ja, dann haben wir das auch. Jo, gut. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.